Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf dem Project Unstable 4 Server mit mir, mit Dasflip. Ploink. Beim letzten Mal hatten wir alles Mögliche gemacht. Ich glaube, ich habe die Folge genannt Dies und Das und Alles. Unter anderem haben wir diese Winzfarmen dort hinten gebaut, die sich leider nicht so wirklich als produktiv erwiesen haben. Ich weiß nicht, sind diese Chunks doch nicht geladen, weil wir haben hier irgendwie 29 Kaktus und 6 Sugarcanes. Nicht so berühmt, ne? Macht aber nichts. Schauen wir mal. Ich habe einige Zeit offscreen verbracht vor dieser Folge, um hier auszubauen. Das seht ihr gerade nicht, aber ich habe zum Beispiel die Leiter nach hier drüben verlegt und habe auch mit Chisels and Bits alles mögliche Zeug gemacht. Also nicht wirklich viel, das man sieht, aber ich habe zum Beispiel diesen Blutfluss nach hier unten weitergezogen und hier habe ich noch ein Loch gelassen, das ich flicken muss. Muss ich dran denken. Ich habe mich unter anderem durch ein Video, das jemand von euch mir verlinkt hatte, mich schlau gemacht, wie ich dieses Well of Suffering aufbauen kann. Ich habe erst überlegt, will ich eigentlich meinen Hauptaltar zu einem Well of Suffering machen oder will ich vielleicht einen zweiten Altar aufbauen, der über ein Well of Suffering wirklich nur meinen Blood Orb auflädt. Und ich habe mich entschieden, erstmal das Letztere zu machen, also einen neuen Altar zu bauen. Aber ich setze dieses Ritual des Well of Suffering so hin, dass ich es nicht mehr versetzen muss, wenn ich mich da dann doch dafür entscheide, meinen Hauptaltar dafür herzunehmen. Ist das soweit nachvollziehbar? Ich habe 48 Ritual Stones. Ich frage mich, ob das genügend sind, um diesen Well of Suffering aufzubauen. Wir werden es sehen. Kann ich den eigentlich in zwei Richtungen aufbauen? Da ist er so rum. Da ist er auch so rum. Das heißt, der bleibt wohl immer gleich rum. Egal. Bauen wir dieses Ding auf. Gucken wir, ob wir damit fertig werden. Immer noch grüne Partikel. Es sind noch 12 übrig und ich bin anscheinend fertig. Ja, ich glaube, mein Well of Suffering ist fertig. Sehr gut. Der Plan sieht dann folgendes vor. Oh, wir haben hier Mob-Spawn-Platz erstmal. Das ist erstmal zu eliminieren. Noch wollen wir hier keine spawnenden Mobs haben. Deswegen packe ich hier oben mal überall Licht drauf. Dank Ring of Far Reach. Muss ich da nicht mal hin und her laufen dafür. Ich möchte einen Blutaltar relativ nah an dieses Well of Suffering machen, näher als den oben. Und dann hoffe ich, dass der erkannt wird. Ich kann den oberen so lange auch kaputt machen, dann erkennt er garantiert den anderen. Frage ist, wo platziere ich den? Denn so wie dieses Well of Suffering gemacht ist, kann ich den Altar nicht direkt draufpacken, dann könnte ich ihn nicht upgraden. Und ich möchte ihn upgraden, damit ich Sacrifice-Runen anbringen kann. Ja, wie macht man das denn am schlauesten? Ha, möglicherweise muss ich dieses Well of Suffering am Schluss doch noch ein ganzes Stück nach unten rücken und hier erst einmal Platz für den zweiten Altar machen. So könnte ich einen Altar um ein Well of Suffering herumbauen, wenn ich jetzt hier einen Altar draufpacken würde. An diese Stelle würde das funktionieren und das Well of Suffering wäre dieser Konstruktion auch nicht im Weg. Das könnte also eigentlich schon mal ganz gut klappen, soweit. Damit ich den Altar oben für dieses Well of Suffering noch verwenden könnte, darf er maximal 10 Blöcke entfernt sein. Schauen wir mal. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, ja, das wären jetzt maximal 8 Blöcke. Das heißt, ein oder zwei tiefer kann ich dieses Ritual auch noch machen. Und dann haben wir hier ein wenig mehr Platz. Ich glaube, das ist mir sympathisch, wenn ich das noch ein oder zwei Blöcke tiefer lege. Ja, mal gucken. An der Stelle bin ich mal wieder froh, dass ich meinen Terra Shatterer habe. Damit ist dieses Ritual nämlich verdammt schnell demontiert. Zack. So muss das.
Und schon steht das Ritual wieder. Und an der Stelle, denke ich, werde ich es jetzt auch stehen lassen können. Wunderbar. Hier packen wir unseren künftigen Altar drauf. Und dafür hole ich schon mal einen neuen Blutaltar her. Den muss ich craften. Und dann schauen wir mal. Wir können natürlich nicht die Sache mit den Beacons machen, nicht wahr? Also soweit können wir diesen zweiten Altar nicht upgraden. Dann müsste ich ihn so zur Seite versetzen, dass wir die Beaconstrahlen wieder in den Himmel lenken könnten, ohne den Hauptaltar da zu zerstören. Aber ein Tier 4 Altar sollte hierfür absolut genügen, denn wir wollen ja nur Mobs quälen und einen Orb aufladen. Das sollte damit locker drin sein. Hey, wir haben gerade neugierigen Besuch. Sancho-chan ist vorbeigekommen. So. Dieses Ding packen wir jetzt hier drauf. Und zwar wollte ich erst eins drüber haben, soweit ich weiß. Denn dann, ja, dann sollte das genau rausgehen mit dem Platz. Ich gucke mir das mal eben nochmal an. Wir können es so weit nach außen, das ist Tier 1. Wir können so weit nach außen, das ist Tier 2. Und hier ist dann Tier 3 und Tier 4. Das stimmt aber jetzt nicht ganz, oder? Moment. Die Kante ist hier drunter. Jawohl. Hier ist die nächste. Nee, stimmt schon. Das wäre dann schon hier, aber das ist ja der mit den Beacons drauf. Das heißt, der ist nicht mehr Teil des Plans. Wir sind nur bis hier. Ja. Perfekt. Ich baue dieses Ding mal so weit, dass wir hier tatsächlich wieder diese Altarpyramide haben. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich die Konstruktion des Well of Suffering unter anderem von einem Video habe, das mir jemand von euch geschickt hat. Und in dem Video habe ich noch etwas ganz Interessantes gesehen, das ich so noch nicht vorher irgendwo gesehen hatte. Nämlich, man hat ja das Problem bei dem Well of Suffering, dass er zwar Mobs Leben extrahiert und daraus praktischerweise Life Points macht, Life Essence, aber davon gehen die Mobs natürlich eigentlich drauf. Und dann kann man mit denen auch keine Life Essence mehr produzieren. Da gibt es verschiedene Wege drumherum. Man kann zum Beispiel Witches hier drunter packen. Die regenerieren sich ja von selbst wieder. Die muss man dann nur mit einem Name Tag benennen, dann despawnen die auch nicht. Eine andere Möglichkeit, und das machen die meisten, ist mit Cursed Earth zu arbeiten. Da spawnen dann einfach immer neue Mobs nach. Ich habe aber jetzt in diesem Video noch eine weitere Möglichkeit gesehen. Man kann nämlich diesen Block hier, Graveyard Soil, verwenden. Graveyard Soil hat die interessante Eigenschaft, also das ist so der Friedhofs, die Friedhofserde, das hat die interessante Eigenschaft, dass es Untote sehr, sehr schnell heilt. Das heißt, wenn wir an ein paar Stellen hier Graveyard Soil anbringen und dann darauf einen Zombie einsperren sozusagen. Und zwar möchte ich das dann genau so machen. Hier kommt ein Zombie hin, davor machen wir zu und dann steht der wirklich nur auf diesem Graveyard Soil. Dann kriegt er noch einen Name Tag, dass er nicht despawnt. Und dann wird er zwar vom Well of Suffering ständig verletzt, also verliert Life Points, aber er regeneriert sich durch diesen Graveyard Soil schneller, als der Well of Suffering ihm schaden kann. Das heißt, wir bekommen unendlich Life Points daraus. Das ist der Plan. Was ich brauche, sind Zombies, die kann ich einsammeln, und Name Tags, die kann ich herstellen. Aber noch bevor ich das mache, möchte ich dieses Gebilde hier komplett fertigstellen. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Wände verkleide und solche Dinge. Das machen wir dann wohl am Schluss. Außerdem sollte ich einen Soundmuffler anbringen. Den kennen viele von euch sicherlich, den gab es auch schon in der 1.7. Der hat die angenehme Eigenschaft, dass er alle Klänge um sich herum nicht ganz ausknipst, aber enorm leiser macht. Und wenn wir hier ständig Zombies haben, die dieses Irk
von sich geben, jedes Mal, wenn sie Damage kriegen. Das wird ziemlich schnell ziemlich nervig. Deswegen wollen wir das abstellen. Also werde ich in die Mitte von dieser Konstruktion vermutlich diesen Soundmuffler anbringen. Oder ich packe den einfach hier drunter. Da ist ja ohnehin noch Platz. Ja, diese Idee ist mir sympathisch. Machen wir uns mal so einen Soundmuffler. Wo habe ich denn die Ausgangstür? Hier drüben ist die. Die werde ich übrigens auch noch umgestalten. Das ist hier alles noch Work in Progress. Meine Idee war halt so, mach das Ding erstmal funktionstüchtig und dann lass es gut aussehen. Prioritäten und so. Ich habe hier von vorhin immer noch diesen Waypoint an. Den knipsen wir mal eben aus. Das nervt mich langsam. Und euch sicherlich auch. So, wir brauchten einen Note-Block. Blub. Und ein Stück Wolle. Wolle haben wir schon mal. Und den Note-Block macht man doch einfach aus Redstone und Holz, nicht wahr? Ja, gar kein Stress. Redstone haben wir hier. Holz haben wir hier drüben. Oh, hier haben wir ja sogar schon Note-Blocks. Guck an, perfekt. Dann packen wir das wieder weg. Und dann craften wir... Gott, ich habe ein Loch im Kopf heute, oder? Wir brauchen natürlich schon noch die Wolle, denn wir müssen die Wolle ja mit dem Noteblock zusammen craften. Mann. Was ist denn heute los? So, dann verstauen wir noch ein paar Sachen. Ja, ich weiß, das ist ja alles noch furchtbar manuell bei mir, dafür, dass ich schon so Endgame bin eigentlich. Ich sollte mal ein wenig besseres Management da reinbringen. Ist nur nicht ganz leicht, nur mit Magie. So, hinab. Und dann packen wir diesen Soundmuffler hier unten rein und machen da wieder zu. Hier kommen dann später natürlich überall Runen hin, und zwar Sacrifice-Runen. Vielleicht auch noch Runes of the Orb. Ich glaube, die beschleunigen die Aufnahme in Orbs, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir sehr viele Sacrifice-Runen anbringen, denn jede von denen macht bei jedem Damage mehr Life Essence. Bei jedem Damage mehr Life Essence. Komischer Satz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir werden unser Blutnetzwerk sehr stark auffüllen müssen, damit wir diesen Well of Suffering hier überhaupt in Gang setzen können. Denn meines Wissens braucht man extrem viele Life Points, um dieses Ritual wirklich starten zu können. Das stellt natürlich auch sicher, dass man sich das nicht schon Early Game herholen kann. Das ist natürlich nichts in der Sache, nicht wahr? Deswegen werde ich noch ein wenig Blut grinden. Außerdem, boah, wie das klingt, Blut grinden. Außerdem werde ich ein paar Zombies fangen, benennen und da unten reinpacken. Und danach sehen wir uns wieder. Wie ihr sehen könnt, sind mittlerweile eine ganze Menge Zombies da drin. 14 Stück an der Zahl und 2 weitere kommen rein. Ich habe ihnen übrigens allen Namen gegeben, und zwar individuelle. Ich habe mir Gedanken gemacht, tatsächlich. Und zwar, der hier heißt zum Beispiel Heinz. Und der hier... Och Mann, jetzt sind sie wieder im Weg. Und der hier heißt Bruno. Insgesamt heißen sie Wilfried, Olaf, Rolf, Herbert, Manfred, Günther, Rudi, Alfred... Jetzt haben wir Alfred? Nee. Gustav, Heiner, Reinhard, Erich, Werner, Eckhard, Bruno und Heinz. Jawohl. Ich habe mir Gedanken gemacht. Soll keiner sagen, dass ich irgendwie böse zu meinen Zombies wäre. Sie kriegen sogar Namen von mir. Ja gut, ich foltere sie auch gleich, aber... Psst. So. Soweit, so gut. Ich sollte auch genug LP haben. Dann können wir dieses Ritual schon bald anfangen. Ich treffe noch ein paar letzte Vorbereitungen und dann starten wir das Ding. Ihr seht übrigens, ich habe sehr viel mehr von diesem Graveyard-Soil hier unten ausgebracht, damit wir die auch ein wenig frei rumlaufen lassen können. Denn ich finde es immer doof, wenn Mobs so eng aufeinander stehen, dann kann man sie auch nicht individuell rausnehmen, wenn man mal möchte, etc. etc. Was ich damit außerdem erreiche, ist dadurch, dass sie eben nicht so eng aneinander stehen, können wir jederzeit, wenn wir mehr LP-Gewinn brauchen, Löcher hier oben reinschlagen, weitere Zombies mit Namen reinwerfen und das erhöht dann die Produktion weiter. Das ist so der Gedanke dahinter und ich glaube, das sollte ganz gut funktionieren. Probieren wir aus, ob das funktioniert, ob ich genug LP im Netzwerk habe. Wir nehmen den Altar hier oben auseinander.
nur um sicher zu gehen, dass er auch wirklich den unteren Altar als Ziel erkennt. Das Ritual meine ich. Und jetzt müssen wir hier drauf rechtsklicken und jetzt funktioniert es entweder oder es sagt mir, ich habe zu wenig LP. Mal schauen. Es scheint zu funktionieren. Sehr gut. Oh, und wir bekommen auch schon Blut hier oben. Ah, yes. Das sieht sehr gut aus. Wir hören natürlich nicht wirklich was davon. Oh, produzieren wir tatsächlich mehr, als in meinen Orb reingeht? Oder in mein... Ach so, funktioniert das vielleicht deshalb nicht, weil mein Orb für diese Altarstufe zu groß ist. Das könnte sein, oder? Ich meine, das Ritual funktioniert trotzdem. Wir sehen, die Zombies hier unten kriegen regelmäßig Schaden. Wir hören es nicht wirklich, weil ich ja den Soundmuffler da oben drin habe. Den können wir so lange eigentlich wegmachen, ne? Damit wir auch was mitbekommen von der ganzen Geschichte. Ja. Jetzt hört man es ein wenig. Ja. Die bekommen ständig Damage und der Altar hier oben ist schon voll. Gut, das sind nur die 10.000 LP, die in einen Standardaltar reingehen. Aber es funktioniert soweit. Jetzt muss ich natürlich den Altar drumherum noch aufbauen. Das heißt, ja, ich brauche mehr Blut oben im Altar und wir müssen den aufrüsten hier unten. Da muss ich massig Runen herstellen. Sacrifice-Runen, um genau zu sein. Okay, ich kümmere mich da mal drum. Und meld mich zurück, wenn ich einen neuen Stand habe. Ein kurzer Zwischenstand. Ich bin hier dabei, fleißig Runen herzustellen, denn wir brauchen, beziehungsweise Slates heißen die ja, denn wir brauchen ordentlich Reinforced Slates, um diese Runes of Sacrificing herzustellen. Davon habe ich jetzt weitere 11 und drunten steht auch schon ein Tier 2 Altar mit einem Ring komplett aus diesen Runes of Sacrifice. Jetzt wechsle ich beim zweiten Ring schon mal die Hälfte aus. Und zwar, wie gehabt, vorzugsweise so. Na? Was funktioniert da nicht? Gerade spinnt wieder irgendwas auf dem Server, sage ich euch. Das ist nicht das Einzige, was so ein bisschen rumspackt gerade. Ich kriege auch meine Ender-Chest hier nicht auf und... Manchmal sind die Dinge einfach ein wenig wonky hier. Aber davon lasse ich mich jetzt mal nicht stören. Wir bauen trotzdem munter weiter diesen Altar. Und es läuft ja auch ganz gut. Diesen Ring will ich heute noch komplett kriegen, hier außenrum, damit wir einen Tier 3 Altar haben mit richtig viel Sacrifice-Runen. Wir verbrauchen bei weitem nicht, was dieser Altar hier reinbringt. Und ich kann momentan auch noch nicht sicherstellen, dass der funktioniert. Ich habe einen Apprentice Blood Orb gemacht, also der Stufe 2 Blood Orb, der mit dieser Stufe hier kompatibel sein muss. Möglicherweise kann man auch größere reinlegen, aber sei es drum. Das finden wir raus. Ich habe mein Sigil of the Green Grove aktiviert, um mutwillig mit meiner LP-Zahl runterzukommen. Und zwar so weit runterzukommen, dass ich das Fassungsvermögen des Apprentice Blood Orbs unterschreite. Und wenn dieser Altar dann anfängt, Blut da rein zu transferieren, sehen wir rote Partikel. Und wenn ich diese roten Partikel sehe später, dann weiß ich hundertprozentig, dass dieses Konstrukt hier seinen Zweck erfüllt. Schauen wir mal, ob wir da noch hinkommen. Haha, es funktioniert. Lila Partikeln waren es tatsächlich. Ich dachte, es wären rote, aber da habe ich mich falsch erinnert. Dieser Altar ist mittlerweile Tier 3. Und ich habe jetzt einen Magician's Blood Orb da reingelegt. Der war tatsächlich niedriger als mein jetziges Volumen. Ich habe extra LP verbraucht aus meinem Netzwerk, in dem ich das Sigil of the Green Grove angeknipst hatte. Mein Magnetism Sigil kann ich jetzt ewig anlassen und muss es nie wieder ausschalten, denn dieses Ding behält locker die Oberhand, was die Produktion angeht. Wir können mal gucken. 75.890, jawohl. Mit Magnet an läuft das hier und wird sehr schnell immer mehr. Das heißt, wir haben da noch ordentlich Kapazität nach oben und können da Rituale aktivieren und alles Mögliche. Sehr gut.
Damit ist dieses Gebilde hier funktional fast fertig. Ich werde es noch ein Tier weiterbringen irgendwann, aber das kann noch etwas dauern. Jetzt geht es dann natürlich darum, diese ganze Sache hier noch etwas zu verschönern. Das werde ich aber zumindest teilweise offscreen machen, denn das wird ziemlich viel Arbeit werden. Und ich muss ehrlich sagen, diese Folge hat schon wieder viel mehr Zeit aus meinem heutigen Tag verschlungen, als sie eigentlich sollte. Diese ganze Bastelei hier war, ja, ganz schön viel Arbeit und ziemlich zeitintensiv. Aber ich hatte auch sehr viel Spaß dabei. Wupp! So, ich hoffe, diese Folge hier hat euch gefallen. Wir sind einen großen Schritt weiter und haben jetzt ein Well of Suffering. Total cool. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir noch ein wenig weiter in Blood Magic, verschönern das hier und so weiter. Bis dahin, macht's gut, haut rein und bye bye.